Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem neuen Minecraft Bed Wars Video. Heute mal nicht auf dem Hypixel Server, sondern auf dem guten Ember Server. Was an diesem Server sehr besonders ist, ist einfach, dass man hier hacken darf, Leute. Also, ist es ein russischer Server? Ich bin mir nicht so zu 100% sicher, denn ich spreche leider kein Russisch. Privet. Aber an sich sollte das eigentlich gehen. Also im Regelwerk steht, soweit ich weiß, drin, dass man Modifikationen, Cheats und sowas verwenden darf von Drittanbietern, um halt hier zu rasieren, sage ich mal. Und in der Lobby heißt einfach einer Hacker 1600. Das ist schon mal ein guter Start. Mein Ziel ist es einfach, hier ein bisschen Minecraft Bed Wars zu spielen. Vielleicht spielen wir auch gleich eine Runde Skywars, falls es das hier gibt. Und wir gucken mal, wer so reinhackt. Ob wir einen heftigen Hacker finden oder nicht. Ob wir es schaffen, eine Runde zu gewinnen. Und ja, das ist Hypixel Bed Wars, by the way. Geklaut. Leider gibt es keine Solo-Runden, deswegen werde ich mal Teamrunden spielen müssen. Wir sind nur ein Dreier-Team, dabei ist es, glaube ich, eine Vierer-Runde. Ich sehe es nicht, weil bei Tab sieht man halt nicht mal, welches Team welche Farbe hat, beziehungsweise welcher Spieler an welchem Team ist. Und der Boy hier scheint einfach AFK zu sein. Ist überhaupt jemand da, Alter? Es baut gar keiner. Ich mache einfach mal den ersten Schritt. Oh, shit, ich lagge hier übelst, glaube ich, oder? Ich habe mich gerade ganz kurz zurückgebackt. Wir gucken mal, ob ich heftige Hacker finden werde. Natürlich finden wir keinen Fly-Hack, Leute, das ist ganz wichtig. Also, sobald hier, es gibt ein minimales Anti-Cheat, soweit ich weiß, wenn man fliegt, wird man vom Server gekickt, okay? Man wird aber nicht gebannt. Das heißt, es gehen, glaube ich, eigentlich alle Hacks durch, außer Flyhack. Oder so ziemlich alle Hacks. Es gibt bestimmt ein paar andere Sachen, die auch nicht funktionieren. Aber wir gucken einfach mal. Es hat einfach immer noch keiner gebaut. Wow, Team Rot hat jetzt zwei Blöcke geplaced. Oh, der hat einfach schon Rüstung, lol. WTF. Der ist halt allein im Team. Yo, habt ihr das gesehen? Oh, Junge, ich konnte einfach nicht bauen. Ich habe mich zweimal, glaube ich, so leicht zurückgebackt. Team Gelb hat den Weg fast fertig. Von daher gehen wir einfach mal dahin. Es gibt hier wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde einen Hacker oder einen kompletten Noob. Ich glaube eher, dass ich komplette Noobs finden werde. Der kriegt kein Knockback. Das hat mich gerade leicht überfordert. Ich kann euch nicht mal sagen, ob wir gerade den ersten Hacker gefunden haben. Er hat einen Bogen. Ist es euer Ernst? Ihr habt euch Bögen geholt? Junge, Alex 3250. WTF, Junge. WTF. Och, und diese Lags immer. Wir gucken mal, was Kiwi Game jetzt macht. Let's go, Kiwi Game. Let's go, ich glaube nicht. Willst du auch mal was machen oder willst du jetzt die ganze Zeit rumstehen? Was machst du? Oh, Kiwi Game. Kiwi Game geht einfach für den Angriff. Ich helfe dir, Kiwi Game. Wir machen das zusammen. Wir machen das. Kiwi Game, Kiwi Game, Kiwi Game. Den habe ich. Hallo? Huh? What? Ich kann ihn nicht schlagen. Was? Oh, Team Rot, willst du uns durchrennen? Junge, so nicht. Ich hoffe, den kann ich hitten. Tschüss. Auf Wiedersehen. Guck mal, der hat auch Knockback bekommen. Team Rot mag ich. Team Gelb ist mir nicht so sympathisch, weil ich wollte die erste Runde nicht verlieren. Aber ich glaube, die haben auch alle so Namen, ne? Als ob das alles alte Accounts sind. Das sind alles Steve-Skins mit irgendeinem weirden Namen. Team Gelb mag ich nicht. Wir gehen jetzt einfach Team Rot killen als erstes. Zack, zack. Und ich... Junge... Die Hits gehen null durch. Was ist das? Das ist bei weitem das schlechteste Bed Wars, was ich je gespielt habe. Entweder die Leute hacken oder meine Hits gehen halt einfach nicht durch. Von daher, wir gucken mal, können wir den bitte killen? Warte, Feuerkugel. Langsamste Feuerkugel ever. Aber das Bett haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch die Steve-Skins hier killen. Seht ihr, dass ich immer Partikel kriege, aber nichts passiert? Das ist ja richtig krass. Okay, der eine ist down. Der ist auch down. Keine Ahnung. Oh, da ist ja noch einer. Und der ist auch weg. So, Team Gelb eliminiert. So, meine Teammates und ich kümmern uns jetzt nochmal ganz schnell um Team... um Team Grün. Oh nein, Leute. Ich glaube, die haben mit Stein eingebaut. Oh, lol. Da springt das hier weg, oder was? Moin. Der ist anscheinend AFK. Den haben wir auf jeden Fall. Wo sind die anderen? Campen die irgendwo? Wo sind... Hä? Ah, hier. Lol, die campen hier. Ehrlich. Was haben die hier gemacht? Die waren wirklich einfach AFK, oder was? Erste Runde gewonnen, wie man eindeutig lesen kann. Hatten wir Hacker jetzt in der ersten Runde? Um ehrlich zu sein, absolut keine Ahnung. Team Gelb sah sehr, sehr sus aus, würde ich sagen. Aber irgendwie nicht sus genug. Gleichzeitig kann es trotzdem irgendwie sein, dass die einen Hackclient hatten und das einfach ihre erste Runde mit einem Hackclient war und die halt komplett verkackt haben. Ich weiß es nicht. Mein Teammate sieht auch verdächtig aus. 2, 5, 4, 3, 9, 6, 8, 7 mit einem Alex-Skin. Guck mich einmal an, bitte. Guck mich einmal an. Guck mich an, Junge. Komm in die Augen. Oh, hat er ganz kurz. Warum ist eigentlich immer eine AFK in meinem Team? Yo, der trollt mich. Okay, ey, ich dachte schon, ich dachte schon. Ich kam nicht zurück, weil ich keine Blöcke hatte. Ich wink ihm zu, er baut den Block ab. Was macht Team Blau? Warum ist es Kiwi Game? War der nicht in meinem Team vorhin? Ich weiß es gar nicht. Der Name kommt mir bekannt vor. Gehen einfach mal in die Base. Guck mal, was hier so abgeht. Moin. Dann baue ich mich, glaube ich, einfach mal ganz kurz. Ah, Junge, ein und baue deren Bett ab. Irgendwie hält mich keiner auf. Und... Lol, nice lag. Okay, die haben, ich weiß nicht, wieso die hier ein Loch gelassen haben. Ist jetzt ganz gut für mich. Ich kann jetzt einfach mit der Faust, glaube ich, das Bett abbauen. Ich hoffe, das ist hier. Ich glaube, es ist nicht hier, um ehrlich zu sein. Wartet mal. Komm schon. Oh doch, es ist hier. Perfekt. Hier, wir bauen uns hier mal frei. Die haben mich eingebaut, einfach mit Holz. Freiheit, Junge. Let's go. Yo, hinter euch. Zack, auf Wiedersehen. Kiwi Gamer. Ich glaube, wir waren vorhin Teammates, aber ich muss euch leider töten jetzt. Tschüss. Zwei von denen leben noch. Die chillen hinter der Base. Warum gehen immer alle hinter die Base? Ist einer ist noch hier drin. Oh, der ist nicht AFK. Ich dachte, der war AFK. Ich muss meinen Stuff ganz kurz saven. So, und ich glaube, einer von denen hat sich echt hier hinten... Guck mal. Warum chillen die mal da hinten? Als ob man auf einmal sicher wäre, nur weil man hinter der Base steht. Was sagt er eigentlich zu meinem Inkline-Fa...
Ich habe nichts gefragt. Ich schwöre, ich bin die ganze Runde am Incline Fast Bridge und ich bin noch keinmal runtergefallen und ich dachte, ich teile das jetzt mal mit euch, dass ich das geübt habe und jetzt besser kann und dann spreche ich es einmal an. Und ich falle runter. Hier sind wieder nur Noobs, Leute. Die sind in ihrer Base. Ich wette, ich kann mich einfach einbauen. Zack, 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 zack. Kriegen die das hin? Eigentlich müsste den Block über mir abbauen können. Oh, der ist smart, Junge. Okay, den muss ich vielleicht doch killen. Oder ich baue mich nochmal ein. Als ob der das jetzt nicht nochmal frei baut. Bitte baue es frei. Ich kann einfach das Bett holen. Aber ich... Nice lag. Mein Team ist auch gerade hier und hat ein paar gekillt. Okay, Bett ist weg. Runde gewonnen. Diesmal gab es einfach nur Noob. Wir versuchen es mal in einer Runde Skywars verla... Wieso habe ich Jump Boost? Was ist das für ein Skywars? Ich habe einen Helm und ein Schwert. Und 24 Blöcke und permanent Jump Boost. 4 oder was? Yo. Egal. Wieso hat er besseren Stuff? Egal, der ist, glaube ich, tot. Wo kommt er her? Wieso ist hier noch ein Steve-Skin? Sind das Teamrunden oder was? Und warum hat er so viel Rüstung? Ich glaube, das ist der letzte Spieler. Wir machen einfach mal den hier. Zack. Und nice, er ist zurückgebackt. Toll, toll. Ich habe mich einmal zurückgebackt und jetzt sieht er mich schon. Und kann mir... Der hat viel bessere Rüstung als ich. Ich habe in der Mitte gelootet und ich habe keine Eisenrüstung. Außer meinen Helm halt. Und ich erkenne nicht, was er hat wegen seinen komischen Partikeln. Ey, das ist das weirdeste Skywars auch noch, was ich hier gespielt habe. Die haben komisches Bad Wars und komplett komisches Skywars. Ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Ich habe gewonnen, aber ich habe nichts gesehen. Der hat einfach eine Dia Chestplate. Neue Runde Skywars. Ich habe kein Jump Boost diesmal, aber dafür 21 Blöcke. Warum hat er eine Dia Chestplate? Ich habe das Gefühl, das funktioniert hier mit irgendwelchen OP-Kits, die man sich kaufen kann. Ich muss irgendwie meinen Blöcken in die Mitte. Das wird richtig knapp. Und dann muss ich von den Typen da killen. Ist hier noch wenigstens was Gutes? Ja, wow, Dia Lederrüstung. Wir gucken, ob ich den Dia-Typen gekillt bekomme. Oh lol, das klappt. Das klappt safe, das klappt safe. Der checkt nix, der checkt nix. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Als ob er sich nicht wehrt. Oh oh, oh oh. Was mit ihm? Lol. Die Partikel sind so OP, man sieht nichts. Ich habe jetzt noch ein paar Runden Bad Wars gespielt und alle benutzen meine Axt und killen mich damit. Der zum Beispiel, der hat mir gerade Ultra Damage gedrückt mit der Axt. Warum? Kann mir das bitte jemand erklären? Wieso macht er mir so viel Damage? Ich dachte irgendwie, es gibt hier einen Bug oder so, dass, keine Ahnung, die Axt mehr Schaden macht, aber nur seine Axt macht. Nur seine Axt macht mehr Schaden! Hey, das ergibt keinen Sinn! Der, what? Junge, ich habe Eisenrüstung an. Stirb doch mal! Alter! Ich glaube, das wird die erste Bad Wars Runde, die ich verliere und das nur, weil seine Axt 10 Millionen Damage macht. Warte, Feuerkugel. Zack. Sein Bett habe ich auf jeden Fall. Yo, er schwebt einfach. Okay, den habe ich aber, oder? Perfekt. Nee. Oh, ich bin verwirrt. Wo kam Team Rot her? Das müssen wir mal ganz kurz durchgehen. Da ist er schon wieder. Wo kommt er her? Funktioniert Flyhack doch? Der hat keinen Weg, Leute. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, Freunde, dann lasst doch sehr gerne mal ein Like da und auch ein kostenloses Abo, falls ihr Bock habt. Ist für mich wirklich ein Riesensupport und dauert nur 1 bis 2 Sekunden. Von daher, fettes Dankeschön. Das sind nur, der hat hier 3 Blöcke, das war's. Und gerade kam er von der anderen Seite. Guck mal, der hat keinen Weg. Jetzt bin ich gespannt. Der wird mich safe runterkicken, oder? Was macht der? Wieso rennt er jetzt weg? Wo willst du hinrennen? Aber seht ihr das? Der kann nirgendwo herkommen. Außer er hat eine Enderperle oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Aber als ob er das machen würde. Wir killen ihn mal ganz kurz. Zack. Und dann, der fährt halt auch mit der Axt, ne? Jeder benutzt die Axt. Aber guck mal, hier ist nirgendwo ein Weg. Ich gehe jetzt mal in die Mitte und guck, ob da irgendwo rote Blöcke sind. Also ich meine, vielleicht ist er auch ein Enderman und kann sich porten, so. Man weiß es nicht. Wenn er jetzt gleich auf einmal hinter mir steht, kriege ich den heftigsten Jumpscare meines Lebens. Ah, doch, der ist über die Mitte gekommen, Leute. Aber guck mal, wie geht er jetzt darüber? Hat der hier oben einen Weg gebaut? Habe ich den nicht gesehen? Ah, lol, so hat er das gemacht. Wie umständlich und dumm. Hauptsache, er hat mich auch nicht gesehen. Ich renne jetzt in seine Base. Er hat einfach nicht mal sein Bett eingebaut. Tschüss. Oh, shit, ich glaube, ich verliere. Der hat auch die Axt in der Hand und der hat einen Bogen. Warum? Was hat er für eine Axt? Hat er eine Holzaxt? Das würde ich echt gerne sehen. Hat er jetzt seine Feuerkugel? Guck mal, ich habe auch eine. Bam, die fliegt so langsam hier. Ich habe noch eine, guck mal. Bam, Junge. Oh, der hat sie zurückgeschossen mit dem Bogen. Ich glaube, man konnte hier keine Fireball-Jumps machen. Oh mein Gott, die Feuerkugel fliegt halt viel zu langsam, ey, dass ich da nicht gestorben bin. Okay, okay, okay. Oh, ich bugge rum. WTF. Oh, let's go, let's go, let's go. Low ground. Zack. Ich habe leider keine Pickaxe, Leute. Oh mein Gott, ist das der richtige Shop? Pickaxe? Hallo? Pickaxe verbessern? Ich habe keine bekommen. War das doch der Upgrade-Shop gerade? Meine Taste ist... Nein. Leute, meine Tastatur ist gar kaputt. Das glaubt ihr nicht. Ey, Real Talk. Pass auf. WTF. Meine A-Taste ist gerade rausgegangen. Ist sie kaputt? Ich glaube, die ist kaputt. Nein, die ist kaputt. Ey. Okay, pass auf, Leute. Ich habe jetzt meine Taste einigermaßen wieder reinbekommen irgendwie. Das Problem ist, da ist was von abgebrochen. Deswegen steckt die nur so halb drin jetzt und fliegt auch manchmal wieder raus und fühlt sich halt kacke an. Aber habt ihr bitte gerade gesehen, wie ich mich zurückgebackt habe oder geportet habe? Das war ja schlimmer als diese Gommel-Lags, die es früher mal gab. Was macht unser Mate? Der trollt uns. Der hat da TNT geplaced und hier. Dafür hat er unsere ganzen Ressourcen gefarmt oder was? Was ist los mit dir, Alex? Der hat gerade... Alter, ich habe keine Blöcke, um zurückzukommen und Alex sprengt hier wieder alles kaputt. Was ist los mit dir? Junge, wie soll ich denn jetzt zurück?
komm, ich renne einfach zu Team Rot. Ich renne zu Team Rot. Ich renne durch, ich renne durch. Oh, da ist sogar einer in der Base von Team Rot. Oh shit, der sieht mich. Nein, nein, das ist wieder er. Das ist wieder er. Der hat mich von die ganze Zeit mit der Axt gekillt, Leute. Der hat einen Bogen, der hat einen Bogen. Ich muss ihn killen, damit sein Bogen weg ist. Kurz den Stuffy saven, so. Und ich bin down. Oh, 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 oh. Okay, der Ballspammer wird mich jetzt wahrscheinlich killen. Ich muss hier ganz schnell weg. Oh, wenn ich das in deren Base schaffe, habe ich den. Okay, never mind. Ey, dieser Server. Oh mein Gott, ey, wie viel Hits muss ich ihm denn geben, damit der mal Schaden kassiert? Ja, die hat auch einen Bogen. Leute, das ganze Team von denen hat einen Bogen jetzt. Ich habe einen gerade gekillt, alle anderen haben einen Bogen. Langsam ist das wirklich wie Gomme Bad Wars. Alle haben einen... Warum? Alex, Junge, Alex, warum ist unser Bett frei? Ich habe einfach, ey, ich habe einen Team-Troller. Ich habe drei Bowspam im Gegnerteam und meine Blöcke buggen sich manchmal weg. Und meine Tastatur ist einfach kaputt gegangen. Was ist das? Pass auf, der... Komm, ich muss den Bowspammer killen. Da rennt er weg, guck mal. Da haut er direkt ab hier, macht einen Fireball-Jump. Aber meine Hits gehen einfach nicht durch. Ja, bitte. Ich treffe einfach nicht. Oh mein Gott, Hack, der ist es der erste Hacker. Der hat ja überall sich hingedreht zum Schlagen. War das der Typ? Okay, warte mal. Oh nein, meine Taste ist wieder rausgefallen. Ist das ein Hacker? Ich habe, lol. Was macht der? Okay, der ist mega weird unterwegs, der Typ. Ey, ich muss meine Taste wieder reinsetzen. Chill, der kriegt keinen Damage mehr. Okay, Taste wieder reinsetzen. Okay, keine Zeit, die Taste reinzusetzen. Der Typ ist einfach immer noch am Leben. Hier seht ihr das Ganze übrigens. Vielleicht seht ihr, was das Problem ist. Der Stuff ist da rausgebrochen. Der Typs, Junge, der hackt safe. Jetzt habe ich wirklich alles in der Runde. Bowspammer, Team-Troller, Gomme-Bugs, Hacker, alles, Leute. Alles, alles, alles einfach mit drin und kaputte Tastatur. Das wird die längste Runde ever. Es passiert auch nichts. Wir sind jetzt schon die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht, was Team Grün macht, by the way. Die chillen da die ganze Zeit irgendwie. Und Team Rot ist in der Mitte einfach, komplett verkämmt. Denen gehört die Mitte. Ich versuche mal, ob ich zu denen durchrennen kann. Die haben auch mit Obsidian aber eingebaut, sehe ich gerade. Das ist wieder so nix. Außer die haben noch irgendeine Stelle offen. Oh, das sieht sogar gut aus. Ich habe eine Chance, aber es ist einer bei denen in der Base, glaube ich. Ich mal von weitem ab. Oh nein, die haben eine Trap, Leute. Okay, ich bin doch leider... Oh, oh, okay, nee, ich bin doch leider tot. Falls ihr euch fragt, meine beiden Teammates haben sich übrigens noch kein Mal aus der Base rausbewegt. Ey, ich bin kurz davor zu Rage quitten. Guckt euch mal diese Fights an. Ich gehe gleich AFK. Yo, 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 yo. Hat er sich gerade hier hintippet oder eine Enderperle geschmissen? Wo kommt er her? Der war auf einmal bei uns, Leute. Ich will fast schon, dass er unser Bett abbaut, damit es vorbei ist, Leute. Aber guck mal, was macht er? What? Was ist das bitte? Wie portet er sich auch durchgehend? Hä? Kannst du bitte... Junge, kannst du bitte sterben? Kannst du bitte Schaden kassieren? Der überlebt einfach und jetzt rennt der weg. Das meinen die nicht ernst. Der kann nicht mal bauen. Was machst du? Oh nein, Leute, Team Grün hat auch einen Bogen. Warum? Wenn er mich jetzt killt, ne? Der hat schlechtere Rüstung als... Nein. Ey. Ey. Okay, danke schön. Ich krieg erst wieder, hab wieder keinen Damage durchbekommen. Ach, renn ruhig weg. Ich hole mir jetzt Dia-Rüstung, ja? Wenn ich jetzt mit einer Holzaxt gekillt werde, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Das könnte die erste Runde sein, die ich Rage quitte. Der Typ, ne? Der macht nichts anderes. Der bewegt sich nicht weg. Der bleibt da jetzt die ganze Zeit. Meine Teammates denken sich auch so, yo, erst mein Bett weiter einbauen. Ich glaube, mein anderer Teammate, ah nee, der ist noch nicht gerage quittet. Und hier ist noch ein Bowspammer. Warte, den kriege ich aber. Den kriege ich. Komm schon. What? Die Runde ist vorbei. Wieso ist die Runde vorbei? Ich wurde gekickt für Flying. So hat mein Elend ein Ende. Das war mit Abstand die schlimmste Runde, die ich je gespielt habe. Hier findet ihr auf jeden Fall eins meiner letzten Minecraft Bad Wars Videos. Da habe ich pro Kill, den ich gemacht habe, mein Field of View höher gestellt und bin bei 30 gestartet. Ist sehr, sehr cool geworden. Von daher klickt da gerne drauf. Ich bin erstmal raus und versuche meine Tastatur zu reparieren. Ciao.